Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Heute spielen wir mal Finding Brenda. Den ihr da seht, das ist der Harold und dem seine Frau ist verschwunden und der muss die jetzt suchen. Entwickler und Publisher ist Roxley Games und das Ding wird am 30. November 2020 veröffentlicht. Das ist eine spielbare Testversion hier. Da steht's auch, das ist eine spielbare Testversion. Wenn du Bugs findest oder Anmerkungen hast, dann freuen wir uns über dein Feedback. Das Ding ist ja komplett in Deutsch und auch mit deutschen Untertiteln habe ich noch eingestellt. Und dann wollen wir mal ein neues Spiel beginnen. So, mal gespannt. Das ist meine Nachbarschaft. Hübsch. Ruhig, freundlich und friedlich. Aber das, was letzte Woche passiert ist... Nun, ich fange mal von vorne an. Ich bin aufgewacht, aber nicht in meinem Bett. Okay, vorm Haus. Was? Wo bin ich? Oh... In meinem Vorgarten. Gut. Sehr gut. Komisch. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich hier hingekommen bin. Brenda muss im Haus sein. Ich sollte hineingehen. Na, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man die ganze Nacht auf der Wiese gelegen hat. Was ist das? Okay, ein kleines Tutorial. Wenn dieses Icon erscheint, dann kannst du mit Linksklick in einen anderen Bereich der Szene oder zu einer anderen Location wechseln. Okay, Linksklick auf Objekte in der Szene, um sie zu untersuchen, aufzuheben oder mit ihnen zu interagieren. Linke Maustaste gedrückt halten, um Gegenstände vom Inventar auf Objekte in der Szene zu ziehen. Okay, Rechtsklick auf einen Inventargegenstand, um ihn zu untersuchen. Drücke I, um das Inventar zu öffnen, oder J, um dein Tagebuch zu öffnen. Okay, gut, geht's weiter. Ja, weiterspielen. Okay. Haben wir hier? Ach so, Moment. Ach, der muss... Ja, warte. Okay, dann gehen wir zur Tür. Vielleicht ist Brenda ja daheim und macht auf. Brenda? Brenda! Meine Schlüssel müssten in meiner Tasche sein. Nein, sind sie nicht. Im Handschuhfach meines Autos sind Ersatzschlüssel. Okay, warte, da steht das Auto. Okay, gehen wir mal darüber. Ja, der hat ja auch die Zeit gepachtet, wie der da rumschlurft. Okay, Moment. Auto. Oh, Autotür? Okay, dann gehen wir mal dahin. Ich weiß, dass ich einen Ersatzschlüssel im Handschuhfach meines Autos habe. Ich kann diese Tür nicht öffnen. Brenda sagt es immer wieder. Wir sollten uns ein neues Auto kaufen. Blödsinn. Es ist doch wie neu. Okay, ja, mal sehen. Ich brauche etwas zum Öffnen. Okay, also der kriegt die Tür nicht auf. Er hat keinen Schlüssel. Kann man hier irgendwas machen? Irgendwas? Kannst du da hingehen? Ah, da kommt er nicht durch. Okay, dann gehen wir wieder nach vorne. Hier, erstmal wahrscheinlich hier, ne, wenn du die da aufhängst. Gut, und jetzt laufen wir nach vorne. Alles klar. Briefkasten. Untersuch den mal. Du möchtest, dass ich in meinen Briefkasten gucke? Yep. Ah, wenn du meinst. Na, mach hinne. Nur ein Brief vom Finanzamt. Den möchte ich jetzt nicht öffnen. Und hier sind ein paar Coupons. Ich sollte sie mitnehmen. Man weiß ja nie. Alles klar. Zombie-Finanzamt. Wie im wahren Leben. So, mal sehen. Alte Bananen, zerbrochene Tassen. Ah,
Diese alte Axt könnte nützlich sein. Okay, so, jetzt haben wir die Axt im Inventar. Gut, ja, dann gehen wir nochmal zurück zum Auto, ne? Schlagen die Scheibe damit ein oder so. Kein Plan. Oder so wie es aussieht, sind die schon eingeschlagen. Vielleicht zum Aufhebeln. Jo, genau, da sind ja gar keine Scheiben drin. So, dann gehen wir da hin. Ich muss etwas finden, um diese blöde Tür zu öffnen. Warte, ich gebe dir die Axt. Sie ist offen. Juhu. Hier sind die Schlüssel. Alles klar. Ach, er hat jetzt da einen Haustürschlüssel. Okay, gut. Dann weiter. Wieder zurück. Alles klar, dann gehen wir jetzt hier hin. Ich sollte den Schlüssel benutzen. Stimmt, warte. Ich gebe dir den Schlüssel. Okay, also los. Vielleicht finde ich hier drin ein paar Antworten. Brenda? Bist du zu Hause? Wo ist sie? Was ist das? Ihr Tagebuch? Ja, es ist ihr Tagebuch. Warum hat sie es hier hingelegt? Ich soll es wohl lesen. Mal sehen. Heute hatte ich eine komische Begegnung. Ich war im Supermarkt und habe ein Auto gesehen. In diesem Auto war ein Mensch. Ein Soldat. Ein Soldat wie die, die versuchten, die Städte und Dörfer zurückzuerobern. Keiner hat ihn bemerkt. Sie planen etwas. In all den Jahren haben wir so oft versucht, den Menschen einen Friedensvertrag anzubieten. Wir möchten doch nur unser Leben leben. Ich mag unsere Nachbarschaft. Friedlich und ein perfekter Ort für unsere zukünftigen Kinder. Warte mal. Steht da Kinder? Ich dachte, sie möchte keine Kinder. Das ist der letzte Eintrag. Oh nein. Kann es sein, dass sie entführt wurde? Ich muss einige Dinge mitnehmen. Mal sehen, was nützlich wäre. Okay, also, dann wollen wir mal die Hütte durchsuchen. Ja, die wollen sich also sie will sich mit ihm verbrüdern, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Kinder kriegen und er weiß nichts davon. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich hoffe, hier ist nichts drin. Weil? Oh, gut. Nur ein komischer Geruch. Okay. War zuletzt sicherlich im Menschenbraten drin oder so. Alles klar. Was kann man hier noch machen? Das ist der Ofen. Ah, Kühlschrank. Hier ist bestimmt nicht viel drin. Na, mach auf. Oh, ein Stück Geburtstagskuchen von Brandas Geburtstag. Den nehme ich mit. Dann muss ich unterwegs nicht anhalten. Alles klar. Das ist das Tagebuch. Da waren wir schon. Kühlschrank, Ofen. Okay, gehen wir wieder zurück. Ich meine, hier kann man ja nichts machen. So, geh in den Flur. Ups, geh in den Flur zurück. Okay. Bett. Unser Bett. Viele Stunden rumliegen und... Na komm schon. Du weißt, was man alles in einem Bett machen kann. Nein, das weiß ich nicht. Nein. Da habe ich nur Bücher von gehabt und die habe ich alle verkauft. Das weiß ich nicht. Alles klar. Oh ja, Schrank. Fernsehen. Los, hock dich hin und guck ein bisschen Fernsehen, weil... Unser schöner Fernseher von Flash Electronics. Ach komm schon, ich möchte jetzt nicht über meinen Fernseher reden. Warum denn nicht? Dann gehst du eben zum Schrank. Ich nehme ein paar Münzen mit aus unserem Geheimfach. Hier ist der Beutel.
Alles klar. So, was ist das? Tasche mit Münzen. Das ist der Haustürschlüssel und ein Stück Geburtstagskuchen. Da will ich gar nicht wissen, wie alt er ist. So, hier ist sonst nichts. Geh wieder zurück. Gut. Haben wir alles. Dann ab. Wieder raus. Was jetzt? Was war das? Hallo? Ist da jemand? Er muss das Brett aufmachen. Sinda Weta Mineralikul Asura. Gesundheit! Was? Oh oh. Oh, Harold. Okay. Na super. Oh, wo bin ich? Warte, das kommt mir bekannt vor. Das hier ist nicht mein Vorgarten. Brenda. Ich habe Brenda gesucht. Okay. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Warte. Mike. Ist das Mikey? Oder, ja, Mikey heißt das, oder? Warte mal, was? Geh zur Tankstelle. Okay, gehen wir zu Mikey. Wie kommen wir denn da hin? Ist auch entführt worden, oder was? Hey, du bist wach? Ja. Wer bist du? Wer ich bin? Du erkennst mich nicht? Nee. Nein, sollte ich... Ja, du, ach, wem mache ich was vor? Meine Zeit ist vorbei. Warte. Du bist doch dieser Typ von Zombie-Welt sucht den Superstar. Der Typ aus der Jury, der immer gemein zu den Teilnehmern war. Zombie sucht den Superstar. Geil. Wie bin ich hierher gekommen? Oh, das ist eine lustige Geschichte. Also, ich habe nach nützlichen Sachen im Müll gesucht. Ich meine auf der Straße. Du hast meinen Müll durchsucht? Nein, nicht deinen Müll. Den Müll von anderen. Ich meine... Wie bin ich hierher gekommen? Ah, genau. Ich lief an deinem Haus vorbei und da lagst du mitten in deinem Hauseingang. Wann hast du mitgenommen? Ich hatte sowieso vor, hierher zu kommen, also dachte ich, dass ich dich einfach mitnehme. Und dann haben wir den Bus genommen. Warte. Wir haben den Bus genommen? Ja, Buslinie 12. Wow. Alles klar. Ach Gott. Okay. Ich suche meine Frau. Sie ist verschwunden. Ich glaube, sie wurde entführt. Du hast eine Frau? Was? Entschuldige, das war ein bisschen laut. Also, hast du irgendwelche Hinweise? Naja, vielleicht habe ich... Dafür habe ich keine Zeit. Sag mir einfach, was du weißt. Das werde ich, aber zuerst brauche ich etwas zu essen. Mein Blutzucker ist so niedrig, dass ich bald sterben könnte. Ja, du bist doch schon ganz blass. Oh mein Gott. Auch Monster brauchen Liebe. Ist der hübsch. Gut, der muss was zu essen haben. Wir haben doch hier ein Stück Kuchen. Wartet mal, das kann man ja so machen, ne? So, so. Hier ist ein Stück Geburtstagskuchen von... Oh, das ist super. Was? Das war toll. Na, super. Also? Also was? Hast du einen Hinweis? Weißt du irgendetwas über meine Frau? Oh, nö. Was? Ich weiß nichts, aber Copper weiß vielleicht was. Wer ist Copper? Er ist der Besitzer der Tankstelle. Gleich hier den Weg entlang.
Okay. Zur Tankstelle geht's da runter, das haben wir ja eben schon gesehen. Kann man hier noch irgendwas machen? Der Typ ist ja die Härte, oder? Tut so, als wenn er was wüsste, ne? Lässt sich erst ein Stück Kuchen geben und dann weiß er doch nichts. Ich habe ein bisschen Angst. Es ist sehr dunkel hier draußen. Lass uns diesen Copper finden. Vielleicht weiß er etwas über Brandas Verschwinden. Ein Auto wäre nützlich. Alter, ein Zombie, der im Dunkeln Angst hat. Jetzt macht aber mal einen Punkt. Ganz ehrlich jetzt. Voll cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist Müllsack, hier ist ein Auto. Hier ist ein Eingang. Wo wir, ich nehme an, da ist Copper drin, aber da müssen wir erst. Wir gehen erstmal zum Müll. Ein Müllsack. Ich möchte hier nicht reingucken. Mach hinne. Na gut. Du lässt mich ja sowieso nicht in Ruhe. Nö. Nur ein alter Eisenhaken. Mitnehmen. Na, sag ich doch. Ist das ein Angelhaken oder was? Ja. Gut. Dann gehen wir an das Auto. Huch, nein. Hier. Hallo. Auto. Geh nochmal zurück. Auto. Dieses Auto sieht kaputt aus. Dieses Auto könnte nützlich sein. Aber ich will hier nichts anfassen, bevor ich nicht diesen Typen namens Copper gefunden habe. Dieses Auto sieht kaputt aus. Hast du dir mal deine Laube angeguckt? Da ist das ein Schmuckstück gegen. Naja, geben das eine, ne? Los, ab in den Eingang. Alter, wie der rumschlurft. Ich fass es ja nicht. Sie ist verschlossen. Hallo? Ich sollte gehen. Warte, da kommt jemand. Was willst du? Alter, ist der freundlich. What's up? Alles klar. Ich frage mal, wie sein Tag war. Wie war dein Tag? Was? Ist das dein Ernst? Verzieh dich. Aber ich... Zisch ab. What's up? Das werde ich nicht beantworten. Ich suche meine Frau. Weißt du irgendetwas? Deine Frau, hä? Huh? Lange schwarze Haare? Ja, wie? Ich meine... Zwei Soldaten waren gestern hier. Mitten in der Nacht. Menschensoldaten. Eine Zombie-Lady saß auf der Rückbank des Autos. Ich hab mich drinnen versteckt. Sie dachten bestimmt, dass die Tankstelle geschlossen sei. Warum sagt er das nicht? Sie benutzten die Zapfsäule und tankten den Wagen voll. Dann fuhren sie weg. Oh nein. Weißt du, wo sie hin wollten? Nein. Ah, warte. Als sie wegfuhren, hörte ich sie sagen, beeil dich, wir müssen Okora bei Nacht erreichen. Okora? Das kann nicht wahr sein. Die geheime Rebellenstation? Mhm. Es ist also wahr. Ich habe es schon oft gesagt. Okora existiert. Sie planen etwas. Unser friedvolles Leben ist in Gefahr. Ich muss dein Auto da drüben benutzen. Bitte. Ich will etwas. Was willst du? Sag es. Irgendetwas. Ich will etwas Wertvolles für meine Tochter. Etwas, womit sie spielen kann. Okay. Gold ist ihre Lieblingsfarbe. Okay. Etwas, womit sie spielen kann. Und es muss golden sein. Ich werde etwas finden. Wir haben doch das Geld hier, ne? Können wir ihm das vielleicht geben?
Ich glaube, das ist keine gute Idee. Okay, dann. Ich sollte da nicht reingehen. Nicht? Copper macht mir Angst. Ja, der ist nicht ohne. Alles klar, etwas Goldenes. Geh mal hier hin. Nee, geh mal hier hin. Hier hin. Da kann man nicht hingehen. Da wollen wir nicht rein. Vielleicht nochmal im Müll. Weil wir haben ja sonst nichts, ne? Was ist das hier? Weiß ich nicht. Ach so, nein. Nein, genug im Müll gesucht für heute. Warum denn? Im Auto war ja auch nichts drinne. Ah, der hängt sich da so ein bisschen auf. Ne, dann gehen wir nochmal zur Hütte am See. Etwas Güldenes. Guck mal da. Das habe ich eben schon gesehen, wo wir hier gestanden haben. Aber ich gehe erst nochmal zu Mikey. Hey, du bist zurück. Ja? Ja, oh Manu, schade. Alles klar. Ein alter Schädel. Ist der Gold? Nee, der ist doch nicht golden. Was ist das? Ein alter Menschenschädel. Oha. Bist du sicher, dass ich ihn mitnehmen soll? Ajo. Okay, ich weiß, wie deine Antwort lauten wird. Kennst mich schon, ne? Mhm. Alter Schädel. Der ist aber nicht Gold. Also. Alte Hütte. Nein, sonst kann man nichts machen. Dann gehen wir wieder zurück zur Tankstelle. Oh, Alter, dem kann man im Lauben die Schuhe besohlen. So langsam ist der. Okay, das war gerade mein Hund. Der hat nämlich. Finde etwas für meine Tochter. Gold ist ihre Lieblingsfarbe. Jo. Der hat nämlich auch Stimmbänder. Alles klar. Wenn ich dieses Auto wirklich haben möchte, dann sollte ich es nicht berühren, bevor ich nicht etwas Goldenes für seine Tochter gefunden habe. Ups. Da rein? Nee, da will er doch gar nicht rein. Ich sollte da nicht reingehen. Ach, Manu. Copper macht mir Angst. Okay, gut, pass auf, dann gehen wir wieder. Wir können ja nirgendwo anders hingehen. Da ist Copper. Hier nicht. Da geht's wieder zur Hütte. Oh. Oh, eine Leiter, guck mal. Ja, das ist ein bisschen doof noch, ne? Da hängst du dich irgendwie an den Ecken auf. Oh, dann gehen wir eben um die viereckige Kurve. Alles klar. Okay, alter Fernseher. Sieht nett aus. Der Stuhl, der Fernseher. Super Platz, um mit einem kühlen Bier ein paar Fußballspiele zu gucken. Mhm. Die Lüftung funktioniert nicht. But wait, there's something golden. Looks like a golden bottle. Was Let's jetzt? Try to reach it. I can't reach it. I will need something to pull it out there. Ups, was ist jetzt? Warum haben wir jetzt englische Sprache? Aber egal. Es sind ja die deutschen Untertitel drunter. Alles gut. Das ist keine gute Idee. Okay. Das ist keine gute Idee. Hey, Moment, du willst? I must find something to reach this golden bottle. Alter Fernseher.
sonst nirgendwo hingehen, oder? Geht Leiter herunter. Also der Haken ist es nett. Das ist keine gute Idee. Gut. Der alte Schädel ist es auch nicht. Das ist keine gute Idee. Jupp, was haben wir denn? Was ist das denn hier eigentlich? Ja, mit den Coupons können wir auch nichts anfangen. So, warte. Das ist keine gute Idee. Alles klar. Mit dem alten Fernseher können wir auch nichts. Da kann der die Antenne abbrechen da und vielleicht damit rumgiegeln. Okay. Kommt er nicht um die Ecke? Sieht nett aus. Ja. Der Stuhl, der Fernseher, super Platz, um mit einem kühlen Bier ein paar Fußballspiele zu gucken. Der mit dem Stuhl können wir nichts anfangen. Hör mal auf zu laufen, bitte. Gut, da oben, da ist eine goldene Flasche drin. Kaputte Lüftung. Hier können wir nicht weiter. Ja. Mehr haben wir hier auch nicht. Gut, dann gehen wir nochmal die Leiter runter. Aber ich weiß nicht. Was wir da finden könnten. Hier ist nichts. Hier ist der alte Müllsack. Nein, genug im Müll gesucht für heute. Alles klar. Finde etwas für meine Tochter. Gold ist ihre Lieblingsfarbe. Alles klar. Kein Plan. Weiß ich nicht. Gehen wir nochmal zurück zu Mikey. Vielleicht will der ja den Schädel haben und gibt uns dafür was anderes. Ich weiß es ja nicht. So, warte mal. Bitte? Das ist keine gute Idee. Okay, gut. Dann nicht. Der Haken? Das ist keine gute Idee. Ach, komm schon. Kohle? Das ist keine gute Idee. Alte Hütte, guck mal, da kann man reingehen. Alles klar, gut. Okay, da geht's in den Keller. Warte. Gehen wir in den Keller. Hä, was ist denn das für eine Ansicht? Wir stehen unter der Treppe. Ich hasse Keller. Ach komm schon. Lass uns kurz mal umsehen, ob wir etwas Interessantes finden können. Was ist das denn für ein verweichlicher Zombie? Go to the second room. Also geh in den zweiten Raum. Kaputte Stühle. Die sind nicht mehr zu gebrauchen. Doch, damit kann man ein schönes Lagerfeuer machen, mein Lieber. Gut, dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Alles klar. Eine Bierflasche. Guck mal, hier haben wir einen Wollfaden. Ein Faden. Wolle, glaube ich. Ich habe noch nie einen Wollfaden gebraucht. Aber man weiß ja nie. Wenn wir den durch den Angelhaken machen und dann versuchen, die Flasche daraus zu hangeln. Warte mal, kann man das kombinieren irgendwie? Das funktioniert nicht. Warum denn nicht? Andersrum vielleicht? Gute Idee. Jetzt habe ich einen Faden mit einem Haken am Ende. Guck an. So, was Bierflasche? Eine Flasche Sombex. Das beste Bier aller Zeiten. Das sagen sie zumindest in der Werbung. Ja, es kann nicht schaden, ein Bier bei sich zu haben. Ich nehme es mal mit. Mach das. Zombex. Gut, dann haben wir hier wohl alles. Was? Zum Kellerausgang. Okay, warte. Ja. Haben wir hier wohl alles durchsucht, dann gehen wir wieder rauf. Verlasse den Keller. Und dann können wir uns vielleicht auch in den Stuhl setzen und bei einem guten Bier ein Fußballspiel gucken. Weil das sagte er ja. Aber wir werden sehen. Alles klar. So, dann gehen wir gleich zur Tankstelle und halten uns gar nicht erst mit Mikey auf.
Na, kommst du vorbei? Ja. Sehr schön. Gut. Gehen wir gleich zur Leiter. Alles klar. So, und jetzt gucken wir mal. Kaputte Lüftung. I must find something to reach this golden bottle. Yes, yes, yes. Here. Hostel. Okay, ich muss diesen Faden in den Lüftungsschacht werfen. Okay. Super. Jetzt muss der Haken um dieses Ding. Aha. Und jetzt ziehen. Aber nicht so feste. Da ist es. Yes. Eine Flasche mit goldener Flüssigkeit. Es ist goldene Farbe. Hm. Vielleicht kann ich damit etwas anmalen, um es wieder zum Glänzen zu bringen. Den Schädel. Wetten, wetten, wetten. So, wartet. Haben wir das kombiniert? Der Schädel wird nach dieser Farbbehandlung richtig gut aussehen. Ha, wir sind gut. Ja, nenn mich Picasso. Oder so. Jawohl. Geil. So, jetzt haben wir hier eine Flasche Bier. Weiß nicht, das glaube ich nicht, dass ich das so... Das ist keine gute Idee. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Die ist mit Sicherheit für was anderes, die Flasche Bier. Aber egal. Gut, hier. Ach so, genau, hier. Bitteschön. Was willst du? Ich habe etwas für dich. Für mich? Eigentlich nicht für dich, für deine Tochter. Was ist es? Hier, ein goldener Menschenschädel. Gib her! Oh. Hallo? Ich mag es. Sie wird es lieben. Super, das ist toll, wirklich. Also, kann ich jetzt dein Auto haben? Hallo? Kannst du bitte meine Frage beantworten? Ja, du kannst es haben. Komm, ich zeig dir, wie du das Auto startest, dieses Mist. Hör auf, so viel zu fluchen, Copper. Alles klar. Zuerst müssen wir die Haube öffnen. Mhm. Komm schon, du Kleines. Nicht so viel fluchen. Ich glaube, du musst einfach hier gegendrücken. Oh. Gern geschehen. Dieses Kabel hierhin, das hier dahin. Jetzt die Faust dagegen schlagen. Bitte. Klasse. Viel Glück. Finde deine Frau. Sie kann sich glücklich schätzen, einen Mann wie dich zu haben. Ich meine es ernst. Oh, danke, Papa. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Ja. Okay, jetzt. Alter, ist das Auto laut. Wir fahren mit offener Motorhaube, ist ja klar. Ich habe Copper überzeugen können, mir sein Auto zu überlassen. Nächster Halt, Okora. Die geheime Rebellenstation der Menschen. Wo auch immer dieser Ort ist. Mhm. Ja, cool. Ja, Mensch, geil. Leute, das war richtig geil. Also mir gefällt sowas, ne? Vor allen Dingen, wenn das auch so cool gestaltet ist wie das Game hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand's richtig geil. Mich würde echt interessieren, ob Harold seine Bränder findet. Aber dazu muss man halt eben die Vollversion kaufen. Und ich denke nicht, dass ich dazu schon gewillt bin. Das kann man irgendwann mal machen. So, wir werden das Game jetzt beenden.
Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Angezockt. Tschüss.